Lee Sin, Nomad hier. Over. Eine unbekannte Person trifft sich mit Sentinel, um das Gas zu kaufen. Sie wissen, was zu tun ist. Abhören, den Käufer und seine Organisation identifizieren, einen Sender am Nervengas anbringen. Bleiben Sie unbemerkt. Und finden Sie raus, wo der Deal über die Bühne geht. Verstanden. Nomad out. Okay, also wieder das gleiche wie vorletzte Folge. Okay. Gut, ja, dann herzlich willkommen zur Mission auf der Spur der Apokalypse. Beim Event, wie heißt es noch gleich? Operation Amber Sky. Beim Live-Event Operation Amber Sky. Und Ghost Recon Breakpoint 3.1.0. Gibt es hier kein Ding, wo man abspringen kann mit dem Fallschirm? Ich will jetzt nicht 2 Kilometer laufen. Da unten ist ein... da gibt es eine Straße. Ist irgendwo ein Fahrzeug hier? Nee. Das ist echt schade. Und dann laufen wir eben. Ich hoffe mal, dass diese Mission hier jetzt wieder etwas leichter wird. Nach der Hardcore-Mission letzte Folge. Ich könnte ein bisschen Platz, ein bisschen Luft zum Durchatmen brauchen. So. Fahrzeug wäre echt nett. Dass die Strecken immer so weit sein müssen. Schauen wir auf die Karte. Was ist da drüben? Finden Sie Aufklärungsdaten in der Region Fenburg. Dorthin müssen wir. Und da ist eine Recyclinganlage. Da ist auch irgendwas. Und da ist irgendwas. Da gibt es auf jeden Fall irgendwo ein Fahrzeug. Ich denke, das können wir als gesichert betrachten. Da unten ist der Solarpark, so wie es aussieht. Da ist ein Fahrzeug, oder? Ist da ein Fahrzeug? Drohne, du bist dran. Nein, kein Fahrzeug. Solarpark ist... Beim Solarpark gibt es aber irgendwo ein Konvoi. Beim Solarpark gibt es aber irgendwo ein Fahrzeug. Da. Wenn wir da hingehen, würden wir uns von unserem Ziel etwas entfernen. Aber wir hätten ein Fahrzeug. Das ist auch was. Komm, gehen wir da hin. Gibt's wahrscheinlich auch ein Fahrzeug. Ohne jetzt nachzuschauen. Sind die Schuhe direkt so schmutzig? So nervig, dass die Schuhe und die Knarre direkt so dreckig sind immer. Ein Heli oder so würde ich auch nehmen. Ah, schau doch mal mit der Drohne. So, ach, guck mal da. Ja, gut, dann nehmen wir dann gerade die Daten noch mit. Ja, ja, kein Ding. Scharfschützen müssen wir hier aufpassen, auf Scharfschützen. Sind aber keine da, so wie es aussieht. Das ist ein Generator. Das Ding könnten wir auch nehmen. Aber ich will jetzt die Infos noch haben. Feuer auf mein Kommando. Sichtkontakt zum Feind. Siehst du was? Bin feuerbereit. Nichts. Ich habe irgendwo noch eine halbe Zigarette. Die teile ich mit dir. Okay, 3, 2, 1, Feuer! Erwischt! Hätte ich beinahe zu lange gewartet. Ich bin manchmal etwas zu zögerlich, wenn ich Leute töten soll oder muss. So, wir schnappen uns die Infos. Das Fahrzeug. Und dann sind wir raus. Sind das vielleicht auch schon Event-Infos? Ja, tatsächlich. Na komm.
Ist das ein neues Model? Also neues, die Miss Tanaka? Lorem Ipsum Dolor sit amet consectetur ab de pisting oder wie auch immer das heißt. Also ich meine neues Charaktermodel. Dieses Foto einer Ember Rune Käuferin ist adressiert an das Sicherheitspersonal von Sentinel, das ihr einen Pass ausstellen soll. Ihr Name ist Miss Tanaka. Gibt's hier vielleicht noch Infos? Nur mal so. Wird gescannt. Oh, ein Sportwagen. Ja, sonst gibt's hier keine Infos, wie es aussieht. Ist auch alles ruhig. Oh, natürlich kommt jetzt einer raus aus dem Haus raus. Der gleich die Leichen entdeckt. Ja, du hast ihn. So. Alles, was kann, einsteigen, bitte. Hat jemand die Leiche entdeckt? Achso, das war der Zivilist da hinten. Gut, kein Ding. Einmal über die Leichen drüber fahren. Soll ich jetzt? Also warum wird das da hinten markiert? Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Oh, na toll. Ja, sie haben mich nicht entdeckt. Sehr gut. Hä? Warum wird das jetzt? Das ist es? Das ist es? Hier? Also da vorne wahrscheinlich. Ich kann hier aussteigen. Ups. Was soll ich hier machen? Die anderen Infos suchen oder wie? Das durfte sie nicht übersehen. Da sind die Infos. Haufen Gegner natürlich mal wieder. Haufen Zivilisten. So. Feuer auf mein Kommando. Verstanden, ich komme. Mein Ziel markieren. Bewege mich zum Ziel. Warte nur auf dein Zeichen. Ziel ist erfasst. Schütze markieren. Begebe mich. Ich hab's hier einen Loop davon. Wir werden sowieso nichts finden. Als ob du irgendwas machen kannst. Sehr klein. So. Ich weiß nicht, welcher das ist. Naja, komm. Ziel getroffen. So. Oh, hi. Mist, das hat jemand gesehen. Ich hab's gern schnell und sauber. Macht euch bereit. Feindliche Einheiten sind hier. Roger, wir halten Ausschau nach unten. So, ist wohl wieder Zeit fürs Tarnspray. Bin mir nicht sicher, ob da jetzt noch so viele Gegner sind. Aber ich muss den Geschützturm deaktivieren. Zum Glück funktioniert das Tarnspray. Das Tarnspray relativ zuverlässig. Gut. Hier muss es hilfreiche Daten geben. Ja, deswegen sind wir hier. Es ist ruhig. Zu ruhig. Da stimmt was nicht. Alter, gar nicht schlecht. Ich werde mal nachsehen. Ja, geh mal nachsehen. Solche Low-Bobs. Dann schauen wir mal, was es hier für Infos gibt. Also, wir haben hier eine Einladung an den Käufer sowie ein Foto des Treffpunkts
mit dieser Nachricht. Vom Haupteingang aus das zweite Labor rechts. Das ist doch diese hydroponische Farmdingens da. Zweites Labor rechts hier. Das ist relativ mittig im Lager. Andersons Farm ist das. Da hinten. Natürlich mittendrin, ja. Ich meine, man kann so ein Geschäft auch nicht außerhalb von... Also man kann das Gas nicht außerhalb vom Gas kaufen, ne? Ist ja klar. So, gut. Alles klar. Gut, wir haben hier draußen ja ein Fahrzeug. Mehrere. Okay. Gut. Kann ja aufhören zu schleichen. Ja, oh, dass er sich immer an jede Wand pappen muss. Welches Fahrzeug nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir das hier. Alles einsteigen! Finker? Wo ist Finker? Da kommt sie. Wie die Altfasnacht. So. Jetzt markiert. Ja, da hinten. So, fahren wir diese Straße geradeaus. Alles klar. Alles klar. Mir fehlt hier echt so ein Radio Santa Blanca. Radio Sentinel. Mit, oder Radio Wolf. Mit DJ. Keine Ahnung. Mal kurz auf den Wasserfall geguckt und schon von der Straße abgekommen. Auf die Gegenfahrbahn gelangt. Ist das nicht dasselbe Gasgebiet, in dem wir auch die erste Mission gemacht hatten? Hallo! Ich meine, da vorne kommt doch jetzt dieser Checkpoint, oder? Wo wir zum ersten Mal einen Gasfilter ausgetauscht haben. Ja, hier ist es. Ja, komm, als ob die jetzt hier in dem Nebel sehen, in einem vorbeirasenden Fahrzeug sehen, dass es nicht von ihnen selbst ist. So, parken wir mal hier. Wir dürfen wieder mal nicht entdeckt werden. Was soll man machen? Wir wollen die Arschlöcher nicht aufscheuchen. Ach, da den Käufer finden, ja. Stimmt. So, wie machen was machen wir denn hier jetzt? Es gibt wenig Wachen hier, kann das sein? So, ich mach das Ganze jetzt mal panthermäßig. Der Panther schleicht nicht nur, normalerweise. Der Panther ist ja ein Raubtier. Panther tötet unentdeckt. Panther tötet aber. Meine vierte Tour war die schlimmste. Ich weiß nicht, was passiert, wenn da Leichen entdeckt werden. So. Was sind diese Wache, die da eben gerade war? Da ist eine. Hi. Werde ich hier überhaupt noch gebraucht? Der wäre auch so dumm. Der ist da hinter der Wand. Komm ich nicht durch? Toll. Naja, dann lasse ich den mal da. Oh Gott. Ja, dann wohl doch nichts. Nö, das war gar nichts. Darf ich den töten? Das ist die Frage jetzt. Das ist einer mit einem... Ich mach's einfach. Nein, das durfte ich nicht. Ich war mir schon unsicher, weil das einer mit einem blauen Beret war. War ich mir schon unsicher, ob ich den töten darf. Jetzt wissen wir's. Töten ist nicht
Zumindest nicht den Kommandanten, der den Deal abschließt. Legen wir los. Oh mein Gott, wie spät ist es denn? 21 Uhr, alles klar. Stockdunkel wird's. So, aber ich mach's nochmal ähnlich. Oh, warum ist denn da jetzt eine Wache? So, der liegt safe. Zumindest solange kein Fahrzeug von außen hereingefahren kommt. So, dann ihn hier wieder. Och, erschreck mich doch nicht so. Dann Filter wieder. Drin darf ich nicht töten. In meinem Gebiet ist nichts. Wie soll ich das denn erreichen? Da. Ist ja der Wahnsinn. Soll ich aufs Dach oder wie? Und wenn ja, wie? Oh Gott, das sind viel zu viele Bösen hier. Ich da rein. Wir wissen ganz genau. Tatsächlich. Wirklich aufs Dach? Die Kisten nehme ich mit, aber das Dach musste ich offenbar nicht. So, wo ist denn dieser eine, der da rumspaziert ist, da? Hä? Mann, niemand wäre so dumm, sich hier zu verstecken. Ich habe echt genug von dir. Deswegen verstecke ich mich auch nicht. Also ich verstecke mich schon, aber auch nicht. Komm, rutsch runter. Runter. Also ich muss aber sagen, dieses Event hier ist im krassen Gegensatz. Willkommen, Miss Tanaka. Zum Event bei Wie Sie in den Ergebnissen ablesen können, bleibt das Gas lange aktiv. Das große Licht des Tengoku hat es für die Mo gesegnet. Es ist unser göttliches Recht. Wirkt das Gas in einer dicht besiedelten Stadt wie etwa Osaka? Unseren Simulationen zufolge, ja. Preise das Licht, möge das Gas der japanischen Führung zur Erleuchtung verhelfen. Ich möchte die Ware sehen. Ich fahre sie hin. Bin echt froh, dass wir einen Generator haben. Ich meine, funktionierende Waffen sind schön und gut, aber ohne mein... Tanaka ist gut. Ich folge ihr, um die Lieferung zu finden. Oh Mann. Wenn die jetzt Leichen finden, ist die Mission dann gescheitert. Mach einfach deine Arbeit. Wie soll ich... Ach gut, Fahrzeuge sind ja genug da. Ach, erschrecken die mich immer so. Ja, also das Event ist vom Verhalten von Rainbow her im krassen Gegensatz zu dem Event bei Wildlands. Wie weit? 150 bis 350 Meter? So, dass man also gar nicht mehr sehen kann. Bei Wildlands waren die Rainbows ja mehr so haut drauf und die Ghosts halt die leisen. Ich erinnere mich da an eine Szene mit einer Tür, die Twitch, glaube ich, eintreten wollte und die Nomads, da war es jemand anderes, auf jeden Fall einer der Ghosts, dann mit dem Dietrich geöffnet hat.
Nicht so nah, nicht so nah, nicht so nah. Oh Gott. Und hier ist gefühlt jede Mission eine Schleichmission, außer die, bei denen man einen Eingang springen muss. Mein Gott. Ach, guck mal, hier sehe ich auch mit Licht besser. Da wieder nicht. Oder? Doch, irgendwie schon. Da sehe ich mit Licht halt gar nichts. Ohne Licht aber auch relativ geil aus. Vielleicht mache ich es für euch auch ein bisschen heller, das weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. So sieht man am besten eigentlich, sagte er und fuhr über einen Pylon. Sind aber bestimmt Wachen am Eingang. Ja, ich sehe schon. So. Sieht geil aus, oder? So, ich decke mich da in den Busch und dann. Beobachten wir mal. Ich würde die gerne richtig sehen, aber ich kann nicht. Da haben wir eine Ladung, sehe ich schon. Ich sehe nichts. Also alles wie immer. Japanische Anwälte. Yakuza? Vielleicht? Steht nur, bleiben sie unentdeckt, während die Ladung inspiziert. Hier ist die nächste. Ich sehe das ja schon, aber das Spiel will es uns erst erzählen, wenn sie die Ladung auch wirklich inspiziert hat. Was ein bisschen komisch ist. Booty. Shake your booty. Nächste. Ich hatte als Kind hinterm Haus einen Generator, du weißt schon, zur Sicherheit. Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Da ist noch eine. Ja, aber es braucht eine ganze Armee. So eine Scheiße. Dann müssen wir halt mal warten. Ich hoffe, falls wir das versauen, dass wir nicht nochmal warten müssen. Also, dass der Checkpoint gesetzt wird, nachdem die alles untersucht hat. Das wäre mir ganz lieb. Ich hab's doch schon gesehen. Da ist es. Komm schon. Leg einen Zahn zu. Tanaka. So. Oh, hier ist ein böser Punkt. Das ist ein böser Punkt. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Punkt, damit man besser schleichen kann, wo man hacken soll, auf dieser Seite hier ist. Aber nein, ist einfach Richtung offenes Feld. Okay, platzieren Sie den Peilsender an den Gasbehältern, ohne entdeckt zu werden. Na toll. Ah toll, und der... Oh, das ist schlecht. Wo gibt's... Warte, direkt davor, direkt vor mir. Darf ich denn Leute töten? Jetzt habe ich natürlich hinten einen abgelenkt. Mit einem Schuss. Glaube ich. Hey, das war knappes Ding.
Okay, der Bereich ist sauber. Ich töte jetzt einfach alle auf meinem Weg. Und guck mal, was dann passiert. Wenn die eine Leiche entdecken, wäre auch mal interessant zu wissen. Könnte ich. Ja, könnte ich. So, gucken wir mal. Fast beeindruckt, Rookie. Du machst dich über mich lustig, oder? Hast du dich je gefragt, ob man wirklich melden muss, dass es nichts zu melden gibt? Ist wohl so eine existenzielle Frage. Oh, da ist ein Funker. Ein Baum im Wald umfällt und so. Sorry, der dämliche Funker ist Buddhist. Jetzt denke ich über so komisches Zeug nach. Du bist doch Funker. Du bist der dämliche Buddhistenfunker. Also, nicht, dass ich meinen würde, Buddhisten wären dämlich, nur er hat gesagt, der dämliche Funker. Was ist da hinten los? Nichts mehr. Nur eine sinnlose Wache. So, dann räumen wir das Feld mal von. Oh, schön. Schön hell. Hm. Ich meine, die ersten beiden sind ja relativ einfach. Vorausgesetzt, der eine, der mir jetzt eben durch die Lappen gegangen ist, entdeckt mich nicht. Warum ist die Leiche da verschwunden? Sender aktiv, die Ware wird transportiert. Warum ist die Leiche hier verschwunden? Normalerweise verschwinden hier keine Leichen. Dass damit das Stealth einfacher ist? Das einfacher ist zu schleichen? Dass man einfach alle töten kann? Ohne Gefahr zu laufen, dass da jemand entdeckt wird? Das fände ich echt lame. Also wirklich richtig lame. Sender platziert. Die Ware kann raus. Aber nicht hier. Okay. Da habe ich gerade ein Licht gesehen. Die Frage ist, woher kam das? Doch eindeutig einen Scheinwerfer gesehen, Mensch. Da ist er. Alter, gar nicht schlecht. Ja, hätte können besser sein. Oh, ist das gefährlich. Das ist gefährlich. Oh Gott. Kommt da hinten einer? Ich hab da gerade einen Scheinwerfer gesehen. Eine Lampe. Heck, schneller. Sender aktiv. Die Ware wird transportiert. So. Ist einfach wieder raus. Leicht verlassen, unentdeckt zu werden. So, seine Leiche liegt noch hier. Ich meine, ich muss auch ganz dringend da raus. Denn ich brauche einen neuen Gasfilter. Das ist alles sauber. Gasfilter, Gasfilter, schnell. Ich glaube, ich muss vor der nächsten Mission dringend mal bei Marie in Erebon Halt machen und mir einen neuen, mir ein paar Ersatzfilter kaufen. Ich weiß nicht, ob so eine Kokosnuss aus so einem gasverseuchten Gebiet so gesund ist. Aber Jäger wird schon wissen, was er tut. Beziehungsweise, ja, Nomad. Auf geht's. Legion, hier ist Nomad. Die
Verkäuferin heißt Miss Tanaka, ist von der Mu-Sekte. Sie arbeitet für das große Licht des Tengoku. Sie wollen das Gas in einer Großstadt wie Osaka einsetzen. Die haben wir auf dem Schirm. Die Sekte arbeitet in Japan und Russland. Wir haben einen Sender angebracht. Klingt gut. Rainbow Six wird dann ab hier übernehmen. Verstanden. Nomad out. Okay, woher hat Nomad jetzt diese ganzen Informationen über Miss Tanaka? Woher? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendetwas verpasst? Das war... Muss ich jetzt runterscrollen? Ich bin auf der Spur der Apokalypse. Hier steht nichts dazu. Da auch nicht. Und die hat nur irgendwas von dem Licht gelabert, aber... Nicht, dass sie für irgendwie das große Licht des... Keine Ahnung, Tengoku oder wie auch immer arbeitet. Woher weiß er das? Keine Ahnung. Aber ich weiß, ich will jetzt gerne mal meine Belohnungen abholen, die wir bis jetzt schon haben. Denn wir haben schon Ash freigeschaltet, Finca freigeschaltet und einen Haufen Waffen, die ich natürlich nicht benutzen werde. Wie die meisten Waffen. Alles abholen bitte. Ja, es sieht Close Quarter Combat-ig aus mit einem kurzen Lauf. Okay. Schrotflinte ist klar. Ash ist auch klar. Das, die Knarre sieht aus wie ein Unfall. Die sieht aus wie eine Farmers. So ein bisschen. Die sieht aus wie Finca. Kennt man. Jo, uns fehlen nur noch 3 Belohnungen. Und dann bekommen wir die Unterlauf-Schrotflinte. Wie sie auch von Buck in Rainbow Six Siege benutzt wird. Gut, dann knall mir ein Abo rein und zieh mir die Glocke über den Schädel. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.